Guten Morgen, Pascal. Guten Morgen, Katharina. Schön, dich wieder mal zu treffen. Ja, ebenfalls. Du weißt ja, CO2 in Innenräumen und Luftqualität ist im Moment unglaublich in den Medien. Kannst du mir den Zusammenhang zwischen CO2 und den Menschen erklären? CO2 ist ein Gas, was in der Umwelt in sehr kleinen Konzentrationen vorkommt und in diesen Mengen auch nicht giftig oder gefährlich ist. Wenn aber die CO2-Konzentration zum Beispiel in Innenräumen ansteigt, und das tut sie, weil Menschen CO2 ausatmen, dann sind sehr schnell Konzentrationen erreicht, die zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit oder die kognitiven Leistungen von Menschen negativ beeinflussen können. Ohne dass es dabei gleich toxisch oder giftig oder gefährlich wäre, aber es hat tatsächlich schon in recht kleinen Konzentrationen einen Effekt. Ja, das leuchtet mir ein. Aber was ist jetzt genau der Zusammenhang zwischen CO2 und den Viren? Der Zusammenhang zwischen Viren und CO2 oder der Verbreitung der Viren und CO2 kommt über den Menschen zustande. Wir atmen mit unserer Ausatmung hohe Konzentrationen von CO2 aus, aber natürlich auch Wassertröpfchen, Aerosole, in denen eben die Viren eingeschlossen sind und verbreitet werden können. Und damit steigen in einem Innenraum, wo viele Leute sind, einerseits der CO2-Gehalt durch die Ausatmung, andererseits aber auch der Anteil der Luft, den schon mal eine andere Person eingeatmet hat, beziehungsweise der Anteil der Luft, die Tröpfchen aus der Lunge von Teilnehmenden in diesem Raum enthält. Und das ist der Zusammenhang zwischen Viren, Virenverbreitung und CO2 und CO2-Messung in einem Raum. Und wie überwacht man jetzt genau den CO2-Gehalt in der Luft? Den CO2-Gehalt in der Luft können wir Menschen zwar nicht spezifisch spüren, aber es gibt Sensoren, Geräte, optische Sensoren, zum Beispiel von Sensirion, die den CO2-Gehalt in einem Raum messen können und damit auch die Schwellen, wo Lüften für die Konzentrationsfähigkeit, aber auch zur Reduktion der Viruslast angezeigt ist. Ja, sehr spannend. Aber was sind jetzt genau die Maßnahmen, die man treffen kann, um bessere Luftqualität hinzukriegen oder und auch die Virusverbreitung zu verringern? Nachdem man CO2 eben messen kann und damit den Schwellwert schlechter Luft und den Schwellwert der starken Verbreitung von Viren zu kennen, ist es möglich, jetzt etwas zu tun. Und konkret ist das Fenster öffnen, Türen öffnen, durchlüften, Lüftungssysteme einschalten, alles, was sicherstellt, dass viel frische Luft im Raum ist und wenig verbrauchte Luft, hilft, den CO2-Gehalt zu senken und damit sicher in einer guten Luftqualität zu sein. Dankeschön für deine Antworten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich denke, das Thema bleibt sehr heiß und sehr top. Danke für die Fragen. Ganz herzlichen Dank, hat mich gefreut.